Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft und herzlich willkommen zu einem ganz langweiligen Wohnzimmer. Es gibt nichts zu sehen, ihr habt aus Versehen gerade dieses YouTube-Video angeklickt. Das war eine schlechte Entscheidung. Bitte jetzt einmal den Löwenzahn machen, abschalten. Sucht euch bitte ein anderes Video. Es wird relativ langweilig. Es wird hier gar nichts zu sehen geben, weil dieses Wohnzimmer ist auch nicht mit einem Haufen Redstone-Technik verbunden. Und dieser Fernseher, den ihr da im Hintergrund seht, das ist nur eine reine Dekowand. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Leute, willkommen zu Folge 1043. Ein echtes Redstone-Fernsehen von Pika Craftboy erwartet uns heute. Und ich habe keine Ahnung, ob die Einsendung gut ist. Es kann auch sein, dass es richtiger Rotz ist. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass hier eine sehr große Technik im Hintergrund ist. Und wenn ich schon so viel Technik sehe, für nur so ein kleines Fernsehen hier, dann muss es eigentlich gut sein, oder? Wie gut es ist, finden wir jetzt raus. Falls euch dieses Video gefällt, lasst gerne eine Bewertung da und schreibt mal ein kleines Lob oder auch eine Kritik in die Kommentare für den Entwickler. Hallo lieber Besucher, das seid ihr, das bin ich. Willkommen in der Welt meines selbstentwickelten Hightech-Fernsehers. Eine kleine Redstone-Spielerei, die jedoch das ein oder andere zu bieten hat. Der Fernseher kann maximal 15 Filme speichern und diese dann auch abspielen. Was? Das Prinzip ist ganz einfach. Jeder Film hat eine eigene Schaltplatte, die mit bestimmter Was? Mit Hilfe eines Recorders kann man den Stromstärke hören, Segmente verfügbar. Blablabla. Das Ganze ist mehr oder Proof Concept und kann mit Sicherheit noch ausgebaut. Was? Moment. Das Schätzchen kann 5 verschiedene Filme abspielen. Start des Films, Tageslicht, Fackellicht. Oh, wie, oh mein Gott. Gib dem Mann eine Medaille, ich habe verstanden. Oh, das ist ja mal schlau gemacht. Und es gibt unterschiedliche Filme, Fernseher ist oha, das ist ja noch krasser als erwartet. Ich dachte, das ist einfach nur ein bisschen böbbelböb, aber das scheint was. So, wir haben jetzt mehrere Filme, Leute. Ja, keine Ahnung, welchen Film wollen wir uns angucken? Ja, lass uns mal alle geben hier. Die Schlacht von, den gucken wir uns nachher an, das ist ein Highlight-Film. Ne? Fangen wir mal mit dem Dschungelbuch an, der Klassiker. So, let's go. Vorsicht! Okay, wenn man keinen Bock mehr hat zu gucken, mach ich dann einfach den Film aus. Oh lol! Und dann geht das Ding einfach aus. Okay, meine Damen und Herren, das war das Dschungelbuch. Das ist geil gemacht. Holy shit, ey, ist das genial. Ja genau, jetzt wird diese Kammer hier gecleared. Ah, die Biene wurde nicht gecleared. Egal. Wir müssen einen Moment warten, bis diese Lampe hier angezeigt, dass der Fernseher bereit ist. Und verstehe. Und auf jedem dieser Platten ist ein anderes Setting gespeichert. Und dann, nächster Film. Ja, was gucken wir mal. Lamas mit den Hütten, der Film. Ah, den würde ich gerne mal gucken. Let's go. Es war einmal eine Biene. Sie lebte auf einer kleinen Wiese. Doch dann kam Spion-Lama dazu. Und diese Spion-Lama machten Folgendes. Sie verfolgten die Biene, schauten sich um. Und Werbeunterbrechung. Biene Maya hat verkackt. Kung Fu Panda. Füchse. Wirbelwind auf 4 Pfoten. Die Doku. Oh, eine Dokumentation, Leute. Lass uns eine Dokumentation gucken. Moment, ich helfe mal ein bisschen hinterher. Ah, die Bee wurde gerade gekillt. Lol. Okay, und Füchse, Wirbelwind auf 4 Pfoten, die Doku. Wir müssen warten, bis der Fernseher bereit ist. Junge, die Idee ist brillant. Wirklich. Let's go. Es wird jedes Mal ein neues Setting geschaffen. Dadurch, dass, ne, und da. In seiner natürlichen Umgebung ist der Fuchs zu Hause.
Wenn der Fuchs Hunger hat, greift er, wie Sie es hier sehen können, die Menschen, Was? Die Tiere an. Soeben hat der Fuchs seine Arbeit getan und legt sich zur Ruhe. Er möchte sich ausruhen. Oh, wunderschön. Wie so eine richtige Dokumentation, ne? Alter Verwalter, ist das geil gemacht. Was haben wir noch? Everybody wants Kung Fu Fighting. Da 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 da. So, wir haben noch ein paar Filme. Lassen Sie auch mal gucken. Also, Kung Fu Panda. Ich habe keine Ahnung, was Kung Fu Panda ist, aber ich bin ja echt gespannt. Aber wirklich, das war richtige Doku. So, Fernseher, bereit, komm, zacki zack. Die Kassette muss erst zurückgespult werden. Wer von euch kennt das noch? Let's go. Kung Fu Panda. Der Film startet. Genießen Sie jetzt. Oh mein Gott, das ist ein richtiger Kung Fu Panda. Guckt euch das an. Oh mein Gott, ist das intelligent gemacht. Oha. Junge, wie geil ist das gemacht? Junge, das ist der beste Film. Junge, Alter, was? Ja. Aber hallo, das ist mal Kung Fu Panda. Alter, der Film war... Oh, ich weiß nicht, Leute. Bitte schreibt mal in die Kommentare, welcher Film euch am besten gefällt von diesen hier. Also ich finde, Kung Fu Panda spielt ganz oben mit, ne? Aber wir haben noch drei weitere Filme. Wir haben The Evil, wir haben Bobby's und Fred's Farm, der Film, und die Schlacht von Picklingsburg. Ich bin sehr gespannt. Weißt du, das hier ist ein Oscar-Film, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Bobby's und Fred's Farm, das ist ein Kinderfilm. Lass uns erstmal einen Kinderfilm gucken, okay? So, für die etwas jüngeren Zuschauer. Bobby's und Fred's Farm. Es war einmal an einem wunderschönen Tag Bobby und Fred. Glücklich lebte Bobby mit seinen Tieren auf der Farm. Jeden Tag kümmerte Bobby und Fred sich darum, dass es den Tieren gut ging. Eines Tages lief die Katze wieder aus dem Haus. Bobby und Fred suchten sie im hohen Gras. Doch da trafften sie plötzlich auf ein wild gewordenes Zickzacks. Schnell ein Pokémon eingefangen. Was? Stopp, irgendwie falsches Film? Langweilig. Kinderfilme sind immer langweilig. Keine Ahnung. Schaut euch bloß nicht als Erwachsener Kinderfilme an. Ihr denkt euch echt so. Und genau, das denkt ihr euch und ihr denkt euch. Und ihr denkt euch. Und ihr denkt euch. Und dann denkt ihr euch. Okay? So. Jetzt haben wir noch zwei Filme. The Evil und die Schlacht von Picklingsburg. Ich bin sehr, sehr gespannt auf The Evil. Ist der Fernseher bereit? Ja, Mann. Let's go. Oh, gleich ein Film mit Stroboskopwarnung. Das ist ein Thriller. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Thriller. Timmy, ja? Schaust du dir schon wieder einen dieser Erwachsenenfilme an? Nein, Mama, ich guck mir den... Mami, nein, bitte nicht. Ich hab Kika geguckt. Der Ton geht nicht aus. Ich hab Kika geguckt. Okay. Also, es war ein sehr guter Film. Oh, er war aber auch schon gut gemacht. Und jetzt kommen wir zum Highlight des Tages. Oscar prämiert die Schlacht von Picklingsburg. Ich habe hohe Erwartungen an diesen Film, ne? Also sehr hohe Erwartungen. So, habe ich für 16 Euro gekauft. Oha. Wir sehen erstmal Explosionen. Oh, der Film wird gut. Junge, der Film, da geht die Remy ab. Ich habe kein Popcorn da, Leute. Ich brauche Popcorn. Junge, wie gut ist das bitte?
Das wird ja immer actionreicher. Ich habe mir die Kreditkarte von Donald Trump geklaut, aber ich konnte mir immer noch nicht Popcorn leisten. Wer wird gewinnen? Das Gute oder das Böse? Alter. Insane. Und das ist der Abspann. Alter, ich bin beeindruckt, Leute. Ich bin sowas von beeindruckt gerade. Ich hoffe, ihr seid es auch. Das ist so eine geile Einsendung. Das ist so ein geniales Konzept. Von der Technik habe ich sofort verstanden, wie es funktioniert. Flexer. Nee, ernsthaft, so kompliziert ist das nicht. Hier oben sind die ganzen Spawn-Eier drin. Jedes Mal, wenn ein Film geladen wird, wird dann quasi entsprechend da an der richtigen Stelle, ne, weißt du, wir können zum Beispiel Kung Fu Panda nochmal laden, dann seht ihr, was passiert, wenn ich den Film hier lade, wird an einer Stelle, da an dieser Stelle, werden die Eier ausgespuckt. Die Eier wandern dann alle hier per Kanal in die Technik, werden rausgedroppt. Das heißt, da wird quasi hier oben in diesem Register wird festgelegt, was passieren soll, also welche Eier gespawnt werden sollen. Und es kann dann noch festgehalten werden, ob ein paar Special-Effekte gemacht werden. Wir haben zum Beispiel, hier ist es erklärt, was für Special-Effekte es gibt. Mach die Glotze aus, Timmy! Okay. Schlafenszeit. So. Ihr seht, man kann noch ein paar Sachen anfangen. Start des Films, es gibt einen Cooldown, den man festlegen kann. Tageslicht, flackerndes Licht, Explosionssound plus Partikel, Feuerwerk, Reset-System, Filmauswahl, Respawn der Charaktere. Das heißt, ein Film kann eben so in mehrere Schichten aufgebaut werden. Dann haben wir natürlich die RNG von Minecraft, die noch dazu gehört. Und eben das Mob-Verhalten. Das heißt, die Mischung der Mobs macht es hier aus. Also, ihr habt zum Beispiel bei der Fox-Reportage gesehen, wurden alles Viecher gespawnt, die der Fuchs angegriffen hat. Und dann auch nochmal die Tatsache, dass jedes Mal hier ein neues Ambiente erzeugt wird. Das heißt, durch die, hier unten wird ein Dropper sein, der wahrscheinlich genau Bone Meal draufpackt. Und dadurch entsteht natürlich so ein geiles Ambiente. Es ist ein Proof of Concept, hat der Typ geschrieben, der es hier eingesendet hat. Es ist Pika. Pika heißt der Typ, ne? Pika? Ja, Pika. Aber es ist ein wahnsinnig gutes Proof of Concept, Leute. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, da mal mehr zu sehen. Ein Fernsehen im Survival. Wir haben schon viele Fernsehen im Survival gesehen, aber dass man einen Fernseher hat, wo man wirklich Filme einlegen kann. Und Leute, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht wie mir, aber es ist das allererste Mal heute in meiner gesamten Redstone-Karriere in Minecraft, dass ich das Gefühl habe, dass diese Funktion, dass man mit, man kann ja mit einem Komparator auslesen, welche Schallplatte sich in einem Schallplattenspieler befindet. Und ich habe das Gefühl, dass das erste Mal ist, dass diese Funktion einen echten Nutzen hat und auch einen Gewinn hat für das Spiel. Findet ihr nicht auch? Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, genauso wie mir. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis bald und ciao, Leute.